Herzlich willkommen bei Stay Happy und herzlich willkommen bei der Frage eines Zuschauers, wie viel Zucker steckt denn eigentlich in diesem Y-Food-Zeug drin und kriege ich dann nicht gleich Diabetes? Ich habe vor einigen Videos, ich habe keine Ahnung, welche Nummer das war, euch Y-Food vorgestellt. Für mich persönlich war Y-Food eine Lösung, wo ich gesagt habe, ich bin unterwegs. Kann ich essen? Kann ich trinken? Kann ich trinken? Essen? Und großer Vorteil ist, es ist gar kein Ernährungsdrink, sondern es ist vollwertige Nahrung. Ja, du kriegst alles, was du willst. Habe ich euch vorgestellt und ich habe euch auch erklärt, warum das für mich so genial ist. Einfach, weil du, wenn du als dicker Mensch, so wie der dicke Habi ja angefangen hat im Februar, abnehmen willst, dann ist es total wichtig, dass du dir einfach mal bewusst wirst, wie viel Kalorien nimmst du dir eigentlich zu? Ja, also wie viel stopfst du da jeden Tag in dich rein? Und Flo und ich sind ja so viel unterwegs, dass wir halt echt das Problem haben, dass du ständig unterwegs bist und dann nimmst du irgendwelche ungesunde Fastfood und kannst eigentlich auch gar nicht genau sagen, was ist da jetzt drin. Buchführen ist echt schwierig, du bescheißt dich relativ schnell selbst. Und damit ich mich nicht bescheiße, bin ich eben auf das Zeug gekommen, kann ich leicht mitnehmen. Habe ich auch in die USA schon mitgenommen. Haben wir in den USA, glaube ich, auch schon gefrühstückt. Ne? Und ich kann dann aufschreiben, wie viel Kalorien ich habe. Und da so eine große Flasche, die macht satt. Du packst die gar nicht, ne? Es gibt die ja auch als Mädchenflaschen oder als Florian-Flo-Flasche. Und dann hat die eben 500 Kalorien. Und dann hat sich ein Zuschauer, und deswegen komme ich auf das Video, hat ein Zuschauer gesagt, mein Gott, da sind ja drinnen pro Portion, pro 500 Milliliter sind da ja 39 Gramm Zucker drin. Da kann ich ja auch gleich Schokolade lutschen oder irgend sowas. Ja, Diabetes-Alarm. Ja, theoretisch. Praktisch ist es allerdings so, dass wenn man sich das mal durchliest, dass da überhaupt gar kein Zucker zugesetzt wird. Woher kommt denn also dann der Zucker? Flo, woher kommt der Zucker? Milcheiweiß. Der Grundstock von diesem Mischgetränk ist Milch. Und wenn man sich mal anschaut, wie viel Zucker, Kohlenhydrat, in Milch drin ist, dann wird man relativ zu schnell drauf kommen, dass auf 100 Milliliter Milch genau 4,3 Gramm Zucker drin sind. 7,7 Gramm Kohlenhydrat und 4,3 Gramm Zucker. Jetzt schau dir mal auf die Vollmilchtüte. Oh Wunder, 100 Milliliter Vollmilch haben 4,3 Gramm Zucker. Alles, was hier drin ist, ist der Milchzucker. Ja? Und letzten Endes geht es ja auch darum, dass du genug Eiweiß zu dir nimmst. Und deswegen ist da Milchzucker vermutlich auch extra drinnen. Ja, vermute ich jetzt mal. Und dementsprechend hast du hier 33 Gramm Eiweiß drin. Und, nee, auch Eiweiß. 33 Gramm Eiweiß. Und davon Zucker, ach hier, Zucker, 22 Gramm Zucker auf 500 Milliliter, na, weil 4,3 mal 5 ergibt 22. Ja, damit wäre die Frage beantwortet, kriegt man Diabetes von Y-Food? Ich glaube nicht. Bis zum nächsten. Abschalten. Aus! Vielleicht habt ihr auch hier eine Frage. Okay, wir müssen Kamera aus.